Ein leichter Wind und ruhige See, beste Voraussetzung für einen neuen Arbeitstag. Dieser französische Biologiestudent hat seinen Traum-Sommerjob gefunden. In der Bretagne arbeitet er auf der kleinen Insel Illyre. Er wacht über das Gebiet, beobachtet die Natur und ist Ansprechpartner für Besucher. Er liebt seine Arbeit, doch nicht jeder, so sagt er, würde es hier aushalten. Das ist schon etwas ganz anderes hier. Ich habe viele Freunde, die das gerne machen würden. Aber ich glaube, länger als eine oder zwei Wochen würde das niemand aushalten. Ortswechsel. Die 26-jährige Justine Clément führt Besucher über die Bergwiesen der Savoyen. Sie ist eine von drei Bergführern, die Wanderungen begleitet, Kontakt hält mit den Landwirten und Werbung macht für den Käse von hier, den Beaufort. Um nichts in der Welt möchte sie etwas anderes machen. Noch bis zum 21. August bin ich bei Bauern untergebracht. Das sind tolle Leute, die sind sehr inspirierend und können einem viel beibringen. Genauso wie die Besucher, die hierher kommen, die neugierig und interessiert sind. Sie können uns auch etwas über ihre Region berichten. Es sind Sommerjobs der etwas anderen Art. Egal ob in den Bergen oder am Meer, nicht wenige Saisonhelfer dürften finden, dass ihre Arbeitszeit viel zu schnell vorbeigeht.